Ach ja, das alles erwartet uns noch hier in Immortals Phoenix Rising. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich war jetzt wieder fleißig, habe mir schon mal ein paar Sachen hier, habe ich schon mal aufgedeckt. Da so ein paar, wie gesagt, mit dem Fernglas, mit dem, wenn man den rechten Stick reindrückt. Und habe schon mal so eine Route uns zurechtgelegt, wo wir denn heute hinlaufen. Und zwar hier. Und unser erstes Ziel wird sein, wer schön sein will, muss leiden. Das Tal des ewigen Frühlings fügte sich dem schönsten Teil der Goldinsel. Doch hinter dem wunderschönen Äußeren lagen die hässlichsten Geheimnisse versteckt. Du hast hier doch wohl nicht etwa meine alte Nase vergraben. Dead. Erkunde die Region von Aphrodites Statue. Ah, das soll Aphrodite darstellen. Okay. So, doch bevor wir uns jetzt auf unsere Reise begeben, gehen wir hier nochmal in die Halle der Götter, die wir im letzten Part erreicht haben. Und schauen uns noch hier die anderen, ja, Sachen an, was man hier so machen kann. So, hi, was ist das hier? Hätte da immer ganz coole Kommentare zu. Handelbank des Zeus. Sammle Blitze um Phoenix maximal Ausdauer. Ah, okay, Und dafür hier sind die trainierst du? Blitze. Oh Götter, nein! Was für eine Zeitverschwendung! Nutze einfach den Blitz des Zeus, um deine Muskeln und Ausdauer zu verbessern. So mache ich das immer. Trainieren wäre ja auch zu langweilig. Du bist eine Inspiration. Das höre ich öfter. Ja klar, dann machen wir das doch gleich mal. Wie viel brauchen wir da? Vier? Oh, wir haben genau vier, kann das sein? Ah, jetzt braucht man fünf. Verbessert Ausdauer. Ausdauerverbesserung verfügbar. Du hast genug Blitze des Zeus gesammelt, um Phoenix maximal Ausdauer zu erhöhen. Benutze dazu die Handelbank. Hä, echt? Können wir? Nee, können wir nicht. Okay, das war wahrscheinlich noch von davor. So, dann was ist das hier? Klär mich mal Was ist aus, das? Hermes. Ich bin nicht sicher. Hades ließ es herbringen. Die Hinterlege ein stygische Opfer für den Kelch. Fährmann und Sammle du könntest Charonsmünzen, um unerwartete Phoenix Hilfe Kelchkeiten erhalten. am Aber sei vorsichtig. stygischen Kelch zu Argo hat das letzte verbessern. Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Wer ist Argo? Ganz genau. Okay, ja, da können wir doch bestimmt auch schon mal was machen. Oh, ich liebe die Augen von Phoenix. Du hast genügend Charonsmünzen gesammelt, um Phoenix göttliche Kräfte oder Fähigkeiten zu verbessern. Benutze dazu diesen Wirbel der stygischen Kräfte. Wir können ja nur mal reingucken, was wir so machen. Ach, wir können hier alles verbessern. Entweder verbessern wir seine Fähigkeiten, wie Klettern und Fliegen etc. Oder auch seine göttlichen Kräfte. Apollons Pfeil. Richtig den Pfeil steuern. Ja, das haben wir ja. Lässt die Geschwindigkeit von Apollons Pfeil steuern. Ja, komm. Was ist das? Aha, Aufwärtsstoß. Achso, das ist sowieso nicht verfügbar. Alles klar. So, hier können wir uns. Oh. Er braucht ein Ausdauerfeld, um Gegner heranzuspringen. Die Ausdauer wird noch sehr, sehr wichtig. Er braucht ein Ausdauerfeld, um ge getragenes Objekt automatisch auf einen anvisierten Gegner zu werfen. Automatisch, was geht da? Alles klar. Nee. Was ist das noch? Oh. Oh, okay, das ist nicht schlecht. Ja gut, aber ich denke mal, das sollten wir jetzt noch nicht machen, oder? Hier können wir Axtspalt. Achso, ich dachte, das hat hier was mit Klettern zu tun. Ja. Nähere dich einer vertikalen Oberfläche oder springe sie an, um zu klettern. Verbraucht mit der Zeit eine kleine Menge Ausdauer. Ja, das können wir doch schon. Ah ja, klar, okay. Ich war gerade maximal verwirrt. Ah, aber jetzt. Springe an eine beliebige Richtung, um dich schneller zu bewegen. Ah, jetzt können wir nach oben springen, kann es sein? Ja. Ach komm, zwei Münzen. Das machen wir. Das ist nämlich ganz hilfreich. Was ist das hier bei den Flügeln? Na klar, das Gleiten. Und das ist in der Luft X halten. Gleite noch schneller vorwärts. Ja, das wird natürlich auch gleich mal gegönnt. Das ist halt einfach praktisch sowas, ne? Weiche aus, können wir dann auch verbessern. Das ist wahrscheinlich der Sprint. Jawohl, okay. Jetzt erstmal auf, was wir so in der offenen Welt machen können. Einen Schwungangriff, der 103 Schaden anrichtet und 195 Betäubung verursacht. Ach, Sprintangriff.
Ah, nee, du. Da will ich jetzt eigentlich erstmal nur sprinten. Okay, ich glaube, das war's dann jetzt erstmal. Dann sparen wir uns lieber die Münzen für was. Ah, cool. Er trinkt daraus und wird stärker, unser kleiner Phoenix. Ah, oh, das sieht ja episch aus. Den Gleitschub haben wir erworben. Mit den Fähigkeiten und göttlichen Kräften verschaffst du dir im Kampf bei der Erkundung der Welt einen Vorteil. Drücke die Taste, um die Menüs zu öffnen und der Seite Fähigkeiten zu schauen. Okay, dann gehe ich mal weiter hier. Da kann ich mich wahrscheinlich umstylen, wie es ausschaut. Oh je, da ist so eine Puppe. Ist das für die jährliche Zahnuntersuchung der Götter? Nein, hier reißen wir uns die Haut vom Leib und wandeln unsere Gestalt. Na, immer noch besser als ein Zahnarztbesuch. Alles klar, wir können ja mal gucken. Weil eigentlich habe ich mir was in meinem Ubisoft-Account gekauft. Und zwar einen Bart. Mal schauen, ob es den jetzt schon gibt. Ja, tatsächlich, hier, den da. Den finde ich cool, so ein 3-Tage-Part finde ich voll passend. Könnten wir auch in weirden Farben machen. Okay, schaut gar nicht so komisch aus, ehrlich gesagt. Ah, ich finde eigentlich das Pink gar nicht schlecht. Oder nee. Ja, oder wir bleiben einfach so. Er schaut gleich ganz anders aus, aber ich fand den mega cool, deswegen. Wir können sogar jederzeit den. Okay, krass, dass wir jederzeit den ändern können. Sogar den Körper. Jederzeit möglich. Interessant. Nee, aber dann bleibe ich jetzt erstmal. Obwohl, wir können mal gucken, ob wir eine andere Frisur. Ach komm. Wir bleiben jetzt erstmal. Was? Ach so, übernehmen. So. Warte. Cool. Ja, schaut gut aus. Oh, okay. Sehen tun wir es sowieso nicht. So, dann gehen wir gleich mal weiter hier in diese mysteriöse Steintafel. Das sind ein paar Ideen, wie wir es Typhon heimzahlen könnten. Ihr Sterblichen braucht offenbar Anreize. Deshalb bezahle ich dir für jeden Erfolg ein paar Elektra. Und da ich der Gott des Handels bin, kannst du sie gleich hier ausgeben, um, das rätst du nie, zu handeln. Wie kreativ. Du kannst Ja. natürlich auch mit deinen eigenen Elektra bezahlen. Ich dachte, der Anreiz war für mich. Naja, ich bin auch der Gott des Profits. Ah ja. So, und was genau Diese bringt uns das Preise. jetzt? Und ich bin der Gott der Diebe. Wir haben alle unsere Laster. Was ist das da drunter? Ein Putzplan. Sonst müssen immer alle anderen hinter Ares herräumen. Hast du schon mal versucht, Blut aus einer Blutlache zu bekommen? Eine Herakles-Aufgabe. Komme in Hermes Heldenprüfungen voran, um exklusive Belohnung zu erhalten. Schließe Willst du was Ateer-Prüfungen kaufen? ab, Ich um hätte da Elektra zu was. erhalten und die beim Flickfußfabrik. Wir können mal gucken, was haben wir denn da? Heldenprüfung akzeptieren. Besiege 10 Tiere. Ah, sowas ist das. Ja gut, groß und fies zugleich. Es gibt schlimme Monster und dann gibt es noch schlimmere. Und Zeus ist alles Allerschlimmste. Nur Spaß. Aber kein Spaß ist, dass übelsten alle Monster verköpft sind. Okay, das sind solche Achievements einfach. Das kann man, denke ich mal, gut so nennen. Und dann haben wir immer noch zwei Sachen hier. Also die hat ja viel zu bieten hier. Kessel der Kirke. Verwende die gesammelte Zutaten am Kessel der Kirke, um Schicker Tränke Kessel. herzustellen und deren Wirkung mit Für mich Goldbernstein ließ zu das hohle verbessern. Kompliment in der nachfolgenden Stille verebben. Stattdessen konzentrierte er sich auf Wow, die mögliche melden sich auch mal verzeihliche wieder. Tränke. Danke, wenn du kannst genug Goldbernstein gesammelt, um die Wirkung von Phoenix Tränken am Kessel der Kirke zu verbessern. Schauen wir doch mal. Aha, was ist das überhaupt? Angriffstrank, und Verteidigungstrank. Trankmenü öffnen. Yo, okay, krass. Ja, ich bin erstmal vielleicht, glaube ich, bevor wir hier sowas pushen, erstmal hier vielleicht. Erhöht die. Wie viel haben wir denn? Ah, okay, das geht ja. Erhöht die wiederhergestellte Menge an Gesundheit auf 6 Felder. So, das war gar nicht maximal. Ja, gut, das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, weil wir haben nur 5 Felder. Oder so. Deswegen wird vielleicht noch hier. So, und den lässt auch mal sparen. Ah.
Ach so, ah, wir können uns ja auch einen machen. Alles klar, er putzt den Kelch und erwirbt dadurch kräftige Energie. So wie eigentlich auch mehr Leben, aber ich denke, man sieht immer nur das letzte Update. So, aber da möchte ich jetzt kurz mal gucken, wie stellt man denn die her? Ah, ach so. Ach so, es gibt auch wirklich nur diese vier Zutaten. Ja, dann mache ich das doch mal. Kann man ja mal ausgeben. Oh, der ist komplett sogar. Dann rühr doch mal. Ausdauertränke, Angriffstrank, Verteidigung und Heiltrank. Alle habe ich ein bisschen jetzt. Yeah, Prostlichen. Drücke, genau, um diese Tränke zu wechseln. Jo, das weiß ich doch. So, nur noch zum letzten. Da kann ich wahrscheinlich meine Waffen verbessern. Ja, definitiv. Ist das Hephaistos Schmiede? Süß. Versuch dich nicht versehentlich aufzuspießen. Aber Phoenix hörte nicht mehr zu. Die Schmiede des Hephaistos. Sammle Adamant-Scherben, um Phoenix Ausrüstung der Schmiede des Hephaistos zu verbessern und ihre Tragekapazität für Tränke zu ändern oder so. So. Genau, also auf Ausrüstung würde ich erstmal nicht gehen, weil die ändert sich ja eigentlich immer. Was ich gerne machen würde, ist das hier. Ah, und dafür braucht man die Sachen, alles klar. Dann verbessert Schaden und Vorteile aller Schwerter. Ach so, das bezieht sich auf alles. Ah, okay. Verstehe. Apollons Pfeile. Ich würde tatsächlich erstmal jetzt einen Bogen verbessern. Und wann, wenn es noch geht? Nee, okay. Aber das ist interessant, okay. So. Dann schmieden wir doch mal den Bogen. Oh, das ist super, dass sich das auf alles bezieht. Da muss man sich nicht so entscheiden. Zack, besserer Boden. Bogen. Okay, jetzt haben wir endlich mal so einen Überblick. Kapazitätsvergrößerung verfügbar. Du kannst genügend gelbe Adamantscherben, damit ein Phoenix Tragekapazität zu erhöhen. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das hier, ne? Oh, okay. Tranktasche, ja, sehr gerne. Auf 8 haben wir es jetzt erhöht. Okay. Was auch immer man an dieser Mini-Tasche verbessern kann. Aber die Kapazität erhöht sich und mehr will ich eigentlich auch gar nicht. Ja, mehr mache ich jetzt auch nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, wir legen los. Jetzt haben wir endlich mal einen Überblick, wie, was und so. Und halt, ihr wisst Bescheid, ne? Wie, wo und was wir wo auch immer finden. So, das war schon wieder die falsche. Ich werde mich da nicht dran gewöhnen. Ich werde immer nach rechts. So, warum wird mir das eigentlich hier nicht mehr verfolgt? Ich wollte das verfolgen. Genau, und dann gehen wir hier einfach längs. Aber man sieht schon, das ist der Bereich hier unten. Ich habe schon mal so gemacht. Und hier ist einfach absolut gar nichts. Deswegen würde ich sagen, wir fangen hier so an. Machen dann vielleicht so eine Runde irgendwie. Also, das wird schon hinhauen. Bin ich mir sicher. Oh, was ist denn da unten? Ich lande mal eher lieber hier. Oh, ist das schön. Knappes Ding. Frage mich, ist da wirklich gar nichts? Muss doch eigentlich irgendwas sein. Ja, hier ist irgendwas. Okay, habe ich von oben nichts gesehen, aber na, eine Truhe. Okay, ich habe da vorne schon was gesehen, deswegen gehe ich da mal als erstes hin. Oh, ist das toll zu gleiten. Dieses, ach so, genau, beschleunigen. Das kann ich ja jetzt auch. Oh Gott, ich Taste vergessen. Oh mein Gott, war das knapp. Dankeschön. So, hier können wir jetzt auch nach oben springen. Endlich ist es möglich. Was bringt mir das hier? Ich gehe mal nochmal runter. Jetzt sehe ich nichts, aber ich sehe hier mal wieder eine Gabe. Die nehme ich auf jeden Fall mit. 3 Granatäpfel befinden sich hier. Ah, und wisst ihr was? Nehme ich auch mal kurz. Und versuch's auf die Vögel zu snipen. Ah, da sind ja noch mehr sogar. Aufgeladener Wurf. Oh, voilà. Boah, das war super. Mach ich gleich nochmal. Diesmal mit dem hier. Ja, das raubt mir aber immer Energie. Kann das sein? Naja, mal gucken. So, man sieht ja auch auf der Karte diese Dinge immer, ne? Nein, ich hab's falsch gedrückt, verdammt. Ah, ich kann sogar zu mir herziehen. Na, immerhin. So, das musste ihn jetzt. Okay, mega cool. Schauen wir mal. Yo, der macht ja viel mehr Damage. Davor hat er nämlich 30 gemacht. Jetzt macht er einfach... ja, doppelt so viel.
Weg mit dir. Okay, jetzt verstehe ich auch, was es bringt, Gegner zu besiegen und alles. Oh, super. Oh je, das habe ich viel zu spät gesehen. Ich gebe es ja zu. Sehr gut. Kommt das immer zu mir? Oh, ist das schön. Ich muss nicht dem Spiel hinterher rennen. So, jetzt würde ich nur noch gern dich hier besiegen. Okay, es war kein Headshot anscheinend. Oh, okay, aber ziehen sollte man trotzdem. So, und das, diese Chance hier setze ich mal gerade nochmal, wenn wir hier gerade so einen chilligen Kampf machen. Und würde, ich weise euch nochmal darauf hin, auf mein Special-Video, mittlerweile kann ich es ja verraten. Ich habe meine Top-Games des Jahres euch vorgestellt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischauen würdet. Weil es war wirklich jede Menge Arbeit. Und genau, schaut einfach mal gerne vorbei. Der Support auf das Video war eh unfassbar. Das ist super. Vielen Dank dafür. Aber wie gesagt, wenn es jemand von euch noch nicht gesehen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da einfach mal reinschaut. Aber wie gesagt, der Support war schon ultra. So. Das wollte ich nur mal anmerken. So, also hier haben wir wieder diese zwei Kristalle. Ah, ich merke schon. Ich weiß schon, was ich machen muss. Und zwar muss ich irgendwie das aufmachen. Wahrscheinlich mache ich auch die Tore damit auf. Und dann mit diesem gesteuerten Pfeil was machen. Also so stelle ich mir das vor. Oh, ich liebe diese Rätsel. Ich kann es nicht oft genug sagen, oder? Ja, die sind jetzt offen. Okay, dann mache ich jetzt genau Bogen und wie? RB ist das hier. Ja, okay. Ich komme da manchmal noch durcheinander, weil ich spiele halt immer eher so die Nintendo-Steuerung. Das, ihr wisst Bescheid. Aha. Ah, und das macht mir jetzt das Tor da auf. Was, oder? Ja, da ist die erste. Okay, ich weiß aber, was ich noch machen muss, deswegen. Und zwar, gut, dass ich so viel Ausdauer habe. Ist hier... Oh, okay, die muss ich erstmal anzünden. Ah, okay, das muss erstmal durch eine Fackel. Da unten haben wir eine. Und ich glaube, das ist sie auch. Ja, okay. Ups. Alles klar. Ja, ein simples der Rätsel, aber mega cool. Trotzdem. Jawohl, es brennt. Braucht es eigentlich mehr Energie? Ich glaube nicht. So. Supi. Und jetzt kommt hier auch was raus und da geht's auf. Okay. Oh mein Gott. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen an die Steuerung. Ich vergesse immer, was ich genau jetzt nochmal drücken muss. Was ist das hier? Oh. Nee, das darf ruhig offen bleiben, so ist nicht. So, und jetzt ist das hier frei, genau. Jawohl, und wir kommen an die Truhe. Ja, cooles Rätsel, wie gesagt, sowas werden wir immer öfters finden, das ist super. Super, super nice. Und öffne dich. Oh, das hat sich ja gelohnt. Und eine neue Maske, endlich. Was macht die denn? 30% mehr Schaden. Oh mein Gott. Alles klar, ja, als ob das jetzt immer dran steht, wenn wir eine Verbesserung haben. Aber es schaut das cool aus, wir sind einfach so ein Wildschwein. Steckst du fest mit A, kannst du dich abstoßen? Ja, das weiß ich eigentlich mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss mir echt nochmal die Steuerung einprägen. Ich weiß jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr, wie ich mir mein Reittier hole. So, wir schauen jetzt aber sowieso, das nutzen wir mal. Und schauen hier auf die Karte. Wie gesagt, ich habe schon viele Risse unter anderem auch entdeckt. Das war ganz praktisch eigentlich. Wir sollen anscheinend... Ah, da ist die Brücke. Mhm, auf die wollte ich ja auch hinaus. So, die vier mittlerweile wissen das ja. Es sind tatsächlich nur vier Sammelobjekte, die man haben kann. Die sollten wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Ich finde tatsächlich am wichtigsten die Ausdauerpilze. Ach komm, das schaffen wir doch auch ohne. Ja, easy. Okay, und dann sind wir jetzt schon auf der anderen Seite der Brücke, richtig? Ja, also wie ich das übersehen konnte, ich weiß es nicht. Aber ja, mal gucken. Hier, die Brücke ist auch sehr verlassen, alles klar. Ich muss jetzt leider nochmal gucken. Es tut mir leid, wenn ich so oft auf die Karte gucke. Vielleicht machen wir heute einfach noch einen Riss, da hätte ich vielleicht voll Lust drauf. Und im nächsten Part schaffen wir es dann bestimmt schon auf die Statue, weil das wird langsam echt wichtig. Oh, hier sind sogar mehrere als nur die vier, alles klar. Das ist sowieso ein hübscher Bereich hier. Ich liebe ihn. Er ist so beautiful. So. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Er ist einfach toll. So traumhaft schön. Da ist ein Bär. Ja, keine Ahnung. Soll ich den jetzt besiegen? Ich probiere es einfach mal, ne?
Ich freue mich schon mega auf die Statue. Das wird wieder eine super schöne Cutscene bestimmt. Man muss hier auch wirklich auf alles achten, ne? Oh, tut mir leid, Bär. Du bist ja gar nicht böse. Naja. Ich denke mal, auf das Ausweichen werde ich auf jeden Fall auch noch in Zukunft gehen, weil das super wichtig ist, wie man ja hier sehen kann. Oh, habe ich ihn sogar erwischt. Habe ich jetzt so viel mehr Leben? Irgendwie kommt es mir voll so vor. Nur weil wir ein Ding mehr haben. Weil jetzt habe ich erst die Hälfte. Geht ja voll klar. Ah. Ja, moin. Das war sehr gut. So, und weg mit dir. Ich finde das so geil, den Rückstoß. Super. Oh, das wollte ich gar nicht. Man muss also gedrückt halten. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Ist auch gut zu wissen. Oh, es tut mir leid. Das wird mir noch so oft passieren. Ist auch gut zu wissen, dass wir jetzt schon fast bei dem Riss sind. Ja, dann renne ich da doch mal kurz hin. Ja, da sieht man ihn ja schon. Oh, da sind ja aber viele Gegner. Riss. Ich besieg die schon mal, bevor ich da reingehe. Nein, der Vogel. Hm. Jo, wie viele sind denn da? Wow, warum geht halt eigentlich so schön die Sonne unter? Das gefällt mir. Jo. Na, warte. Jawohl. Ja, wieso sieht der so krass aus? Naja, ich gehe jetzt einfach mal da drauf. Ah, oh, ich wollte gerade noch ausweichen, ne? Kann es sein, dass der andere geschützt wird, solange die anderen leben? Kann es sein? Also das ist so meine Vermutung. Jetzt mal... warum nur so wenig? Ah, weil er nicht komplett aufgeladen war. Oh mein Gott, Hilfe. Ach, komm jetzt. Ein Teil noch. Jawohl. So, warum ist das hier gerade so düster alles? Ich weiß nicht. Ist das immer in Rissen hier so? Ehrlich gesagt weiß ich das gerade nicht. Ich habe da nicht so gut aufgepasst anscheinend. Jo, wie er es einfach aushält. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ja, es ist nur noch ein Schild, weil ich schon zwei besiegt habe. Als ob. Ja, sehr gut. Nein, du sollst ja auch auf ihn hier gehen. Der ist ja schon fast ein Boss hier, krass. Und drauf. Sehr, sehr gut. Sehr, wow, wie ich gerade alle treffe. Oh Gott. Jetzt muss ich mal aufpassen. So, mache ich einmal mal. Ich finde es super, dass es nicht nur die große Heilung gibt, sondern auch die kleine. In Form von den Pilzen. Also der Rohfassung sozusagen. Ups. Uiuiui. Und wo kommst du jetzt eigentlich? Und wo kommt ihr jetzt? Ah, hat die neu berufen. Verdammt. So. Ach komm, lass mich mal in Ruhe. Okay, er wird danach wieder neue holen. Deswegen über... Boah, das ist... Dann auf Dauer muss das... Ist es wirklich, muss ich sagen, anstrengend hier mit dem... Mit dem Angreifen. Weil man durchgehend die Schultertaste spammen muss. Gutes Training. Boah, schön weggekickt. Okay, und dann sind wir schon beim letzten. Ah, nee. Oh ja, das muss ich unbedingt noch weitergehen. Das ist sehr, 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 sehr gut. Sehr hilfreich auch. Oh, wow. Wie kann man das denn jedes Mal verkacken? Du wirst jetzt keinen mehr hervorrufen, weil ich hab dich schon noch. Last hit. Jawohl. So, olympische Feige. Und nun können wir hier endlich rein. Ich muss sagen, unser Aussehen hat sich schon ziemlich verändert. Die Bürde des Atlas. Stufe 2 sogar. Na, endlich ist es soweit. Unser erster Stufe 2. So, hier haben wir was und hier haben wir auch nochmal eine Kugel. Kann ich nicht einfach... Ja, eben. Ah, okay, die ist schwer. Naja, von mir aus, dann werde ich die halt... Ah, da ist sogar eine Rampe. Ja, also passt doch. Dann werde ich die jetzt als allererstes mal in ihren Bereich packen. Wenn ich das dann hinbekomme. Ja, er schafft das, okay. Ah, okay. Jetzt kann ich den hier nehmen. Ich hoffe, ich verzweifle nicht an diesen Dingern hier. Kann ich den wegkicken? Nee.
Oh mein Gott. Ach so, ich muss das einfach richtig timen, glaube ich. So. Nein. So, du bleibst hier schön liegen. Ich muss erst mal kurz hier oben gucken. Was haben wir denn hier noch alles? Das ist ja, wow, wie viel geht denn hier ab? Kann da schon ein Checkpoint aktivieren anscheinend? Oder was ist das hier? Ich bin mir die ganze Zeit so unsicher, ob ich hier schon sein sollte eigentlich. Aber ich glaube, der bewegt sich schon. Ja, alles klar. Das war ja nur so eine Frage. Alles klar. Na gut, dann jetzt das da hoch. So, dann fährt sich das nämlich dahin. Wir können bewegen. Ja, so nicht. Dann sind wir schon mal da oben. Okay, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Da vorne sieht man auch schon unser Ziel. Blitz ist von Zeus. Der hat uns ja auch mehr Ausdauer verschafft, soweit ich mich richtig erinnere. So, ja, ich verstehe. Und dann können wir den anderen nämlich hier hochholen, weil den kann man ja nicht hochholen. Ja, okay, ich hab's richtig gemacht. Ja, genau. Ja? So, und ab nach oben mit dir. Ah, ja. Okay, cool. Muss ich aber aufpassen. Ey, ich glaube, der muss da sogar rein, kann es sein? Oder eben genau, darf er nicht da rein. Das kann auch sein. Ich mach's mal lieber nicht, dass er da reingeht, weil man weiß ja nicht, ne? So, und dann geht das da vorne bestimmt nach oben, oder? Und nach unten. Oder? Selbes Prinzip? Ja, selbes Prinzip. Alles klar. Ja gut, ich hab's, glaube ich, durch Zufall gut hinbekommen. Muss ich ehrlich sagen. Wir warten. Ja, okay. Ah ja, ja, ich verstehe. Das ist super, wenn man es schon mal versteht, würde ich meinen. Okay, ja, cool. Wirklich, die Rätsel impressen mich jedes Mal aufs Neue. Ob es eine Truhe ist oder so ein kompletter Riss hier, ist immer eigentlich mega. Muss ich einfach mal zugeben. So, nun sind wir hier. Okay, jetzt wird wahrscheinlich da vorne wieder was passieren. Ja, genau. Dann kommt der nämlich nach oben. Alles klar. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Wie mache ich das nochmal? Ah ja, okay, mit B. Sorry, das habe ich irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Linkflug, B halten. Ah, okay. So, das heißt, der muss jetzt mal... Aber ich will noch nicht, dass er dahin geht. Das heißt, nicht loslassen, sondern... Erstmal hier, weil ich das Gefühl habe, dass hier die Truhe sein wird. Hm. Oder das kommt später. Ja, wir können dann immer noch hier zurückkommen. Okay, ja, gut. Dann vergessen wir das jetzt erstmal. Es gibt hier schon eine Truhe. Wahrscheinlich gibt es das immer. Ja, eine Truhe und ein Blitz. Alles klar. Ich finde es auch toll, dass es hier die Funktion Gewölbe Neuladen gibt, weil... Kann ja schon mächtig schief laufen, ne, sowas. Okay, der ist oben, sehr gut. Jawohl. Oh, so viel dazu. Nein, 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 nein. Ah, ich kann es ja herziehen, stimmt. Jawohl. Ja, also ich bin der Meinung, es läuft ganz gut. Ich habe ehrlich gesagt nicht... Ach so, wahrscheinlich, ja, dass das wieder nach oben kommt. Oh, ist das cool gemacht, dass man wirklich die ganze Zeit mit denen arbeitet. Also mit den zwei Kugeln. Das eine so verschieden... Aber ich finde es ehrlich gesagt immer noch nicht schwer. Es ist ja auch definitiv ja erst 2 von 3. Genau, das sagt ja eigentlich schon alles aus. Rüber, rüber, rüber. Jawohl. Also wirklich, ich bin sehr beeindruckt, wie gut das ich gerade hinbekomme. Oh, jetzt kommt noch Nummer 3 ins Spiel, okay. I mean, why not, ne? Also, gerne. Ah, da kommt jetzt wieder so eine Aufgabe mit 2. Da ist wieder, mhm. Habe ich wahrscheinlich irgendwas mit Wind gemacht? Also, vermutlich jetzt. Ja, genau, dass das da hochkommt. Okay, okay, ich verstehe. Ich verstehe es. So, und den, oh Gott, dann kann ich ja gar nichts machen, fällt mir gerade auf. Das war dumm, das war dumm, das war so dumm, oder? Nein, war es nicht. Ah, das soll so sein. Ja, okay.
Alles klar. Ja, passt doch. Und jetzt versuche ich nochmal rüber. Der kann ja da ruhig erstmal schweben, ne? Ah, er ist sogar oben angekommen. Supi. Sehr, sehr gut. Die Sache ist... Ah, ich glaube, ich muss jetzt davor. Ah, das ist ziemlich viel Denkarbeit. Aber logisches Denken und sowas gefällt mir. Ja, ich bin der Meinung, dass ich recht gut logisch denken kann. Okay. Unser Ziel ist also, alle drei Kugeln hier zu platzieren und... Als erstes müssen wir jetzt mal die wieder da hochschieben. Ja, also wie gesagt, logische Rätsel mit dabei, was mir wirklich gut gefällt bis jetzt. Kann es sein, dass da die Wand brüchig ist? Moment. Hier? Ist da nicht? Nein, okay. Ich dachte vielleicht, dass da die Truhe war. Ich habe sie bis jetzt noch nicht ansatzweise erspähen können. Das hätte ein bisschen ein Problem, ehrlich gesagt. Ah, da vorne, oder? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dort ist. So, jetzt habe ich das da vorne eröffnet. Das dachte ich mir. Jawohl. Also ich verstehe es. Das ist supi. Ja, jetzt muss ich eine Kugel da vorbringen. Oh je. Oh je. Oh je. So eine Kugel. Kann sein, dass ich es jetzt verkacke, ehrlich gesagt. Aber ich will es so probieren. Es gibt ja auch gar keinen Checkpoint, ne? Das ist ein bisschen mies. Aber damit muss ich jetzt einfach mal leben. Weil die Kugel muss jetzt darüber gekickt werden. Darin schaffe ich das. Oh, das war dumm. Na verdammt. Dann würde ich meinen, ich muss leider neu laden. Das war, glaube ich, sogar richtig. Nein. Und dann sehen wir uns gleich wieder genau... Hä, wie geht denn das jetzt nochmal? Ah, auf der Karte. Mhm. Gewölbe neu laden. Ja, okay. Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich krieg das jetzt auch nicht mehr zurück. Ja. So. Ich hoffe, jetzt klappt alles. Ja, es war nicht gerade, aber... Passt, oder? Jawohl. Okay, dann schleunigst dahin. Ich glaube, so ziemlich genau hier sind wir vorher stehen geblieben. Und genau, wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe jetzt, by the way, das Rätsel komplett verstanden, so. Wir haben es noch gar nicht verstanden gehabt, also zumindest ich, vielleicht ihr schon. Und zwar wird immer diese Kugel, macht immer an, dass dieser Mechanismus funktioniert. Und die andere Kugel macht immer an, dass die Luft erzeugt wird. Und das habe ich vorher noch gar nicht gerafft gehabt. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mehr schlecht, dass ich das jetzt hier nochmal machen musste. Und diesmal machen wir es aber hoffentlich richtig. Es ist wie gesagt fies, dass es hier keinen Checkpoint gibt, aber naja. Muss man mit leben, ne? Ah, mein Gott, nein. Dankeschön. Oh mein Gott, Spiel, du bist ja so gnädig zu mir. Hallo? Danke. Ey, ich wollte doch... Nicht so, ich dachte... Beschleunigen mit X. Oh mein Gott. Das war ein sehr, sehr dummer Fehler. Ich frage mich ja immer noch, wie ich die Kugel hier rüberbringen soll. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal damit weiter, was wir sicher wissen. Und zwar die Kugel schon mal ganz nach oben zu befördern. So. Ey, wirklich nicht so leicht, der Dungeon, wenn man ihn jetzt nochmal machen muss. Der war auch gerade dezent nervig, weil einfach die Kugel einmal runtergefallen ist. Und ich dann nochmal alles machen musste. Das war ein bisschen, naja, aber... Nun ja, kann ich jetzt ja auch nicht mehr ändern. Hauptsache, jetzt sind wir wieder am Start. Genau. So. Also, passt. Sehr, sehr gut. Dann haben wir schon mal die erste an dem Punkt, wo sie sein soll, hoffentlich. Jetzt ist halt immer noch die Frage, wie ich die andere hierher bekomme, ne? Aber ich könnte vielleicht erstmal die hier an den Punkt bringen, jetzt auch, wo sie hin soll. Heißt, komm her. Hier rein, bitte. Und nun kümmern wir uns um die letzte. Angst immer, dass ich die falsche Taste drücke. Ist ja echt abnormal. Also, wie können wir das machen, dass die hier rüber kommt? Ich kann die ja nicht so. Ne? Ich muss die schieben. Und da rüber schieben. Hä? Are you serious? Nicht dein Ernst. Was ist passiert? Was ist passiert?
Okay, ich werde jetzt erstmal hier hinpacken. Ist der Mechanismus an? Nein. Warum nicht? Ich muss ja eben wirklich gucken, wie ich die eine Kugel hier wegkomme. Also ich kann sie ja nur hier bewegen. Und darunter eventuell. Die eine darunter. Das bringt uns aber gar nichts. Okay, weil die... das ist echt nicht so leicht. Wie soll sie hier rüberkommen? Die muss hier rüberkommen, ist ja das Problem. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Da können wir schon mal eine Sache machen. So, und zwar die Kiste holen. Immerhin, das da ist dann schon mal erledigt. Ne? Okay, na immerhin das dann. Ja, weil das muss funktionieren. Und dann muss ich wirklich gucken, wie ich den Rest hinbekomme. So, jetzt bloß nicht runterfallen. Geradeaus mit dir. Jawohl. Schön hier rein, dann kann ich mir zumindest, wie gesagt, die Truhe holen. Ne? Oh mein Gott. Nicht so. Hilfe. Jawohl. Also wenn wir das schon mal haben, ist es ja schon zumindest ein Erfolg. Genau das. Deck. Jawohl. Neue Optik. Ah, cool. Schau ich mir gleich mal an. Ah ja, moin. Okay, krass. Ja gut, nehme ich gleich mal. Okay, aber mehr kann ich auch mit dem jetzt hier nicht machen, ne? Also, wir können dich nochmal kurz zurück, weil du musst ja sowieso dorthin. So, der andere, der Mechanismus muss halt auf jeden Fall aktiviert sein. Da ist die Frage halt nicht. Das heißt, es liegt doch nicht am Ball, was ich vorher gequatscht habe, ist falsch. Ich würde dann nochmal kurz das Ganze hier rückgängig machen, was ich vorher gemacht habe. Dann sind wir wieder beim Startpunkt. Und zwar, jetzt muss ich nur noch das dahin. Dann müssen wir uns das nochmal überlegen. Ja. Alle sind an. Doch was bringt mir das für den hier? Für diese Kugel ist die Frage. Wie soll ich die davor bringen? Keine Herausforderung. Ja, das ist mir egal, aber wie kriege ich die Kugel da? Das ist jetzt echt, ich frage mich wirklich, wie. Einfach wie. Weil wir haben ja nicht die Möglichkeit... Warum geht das nicht mehr? Ach so, ich dachte gerade schon. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, das jetzt einfach hier durchzuschieben, oder? Ah! Ja, WTF. Ach so, es ist ja voll simpel, Leute. I'm sorry. Das ist ja einfach. Ich brauche gar nicht alle drei Kugeln. Ich brauche tatsächlich nur die zwei. Das war einfach ein Denkfehler bei mir jetzt. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber ja, so ist das halt mit den Rätseln. Ach so, ja, deswegen waren auch nur zwei fucking. Ja, die eine ist unnötig. Ah, okay. Die eine darf ich auch gar nicht mehr bewegen, weil sonst despawnt die Kugel hier. Okay, das bedeutet, du gehst jetzt mal dahin. Aber ich steuere es nochmal mit, weil wie gesagt, vorher ist es dann einfach runtergefallen. Das ist dann... Wäre jetzt ein bisschen doof. So. Mal ganz gerade. Und rein da. Okay. Jetzt halt los. Ich schick dich los, meine liebe Kugel. Also. Weiter, weiter, weiter. Ich gehe da schon mal kurz hin. Weil das schadet ja nicht, wenn die auf dem Knopf steht, den ich brauche. Ja, wir brauchen nur die zwei hier. Okay, das tut mir leid. Aber immerhin haben wir jetzt ja schon mal die Truhe abgehakt. Ich frage mich, ob es irgendwann noch in diesen Rissen zwei Kugeln oder mehr sogar geben wird. Das werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft dann rausfinden. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es von denen gibt, ehrlich gesagt. Alles Zukunftsgeschichte, ne? So, ja, wir müssen nur das aktivieren hier. Okay. So, jetzt geht der Mechanismus hier an.
Und ich kann die Kugel da hinschieben. Oh, was habe ich denn vorher mir gedacht eigentlich? Oh mein Gott, das ist ja echt nicht schwer so. Also bis jetzt denke ich mir, es ist echt nicht schwer, was ich hier machen muss. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Komm, 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 lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Ja, sehr gut. Oh, perfektes Timing. Das nenne ich perfekt. Ach, die sind sogar an. Ja, WTF. Ich hätte mir das alles sparen können, was ich vorher gemacht habe. Och, Mann. Nun ja. Man lernt aus seinen Fehlern. So viel kann ich dazu nur sagen. So. Und wenn wir es jetzt... Ah, jetzt muss es aber hier hin, ne? Ja. Genau, und dann einfach rausschieben. Also das wäre jetzt meine Vermutung. Genau, weil jetzt hole ich mir die Kugel her. Ja. Nur noch die andere jetzt. So. Muss ich schieben. Oh, wow, ich weiß nicht, was ich mir vorher gedacht habe, wie alle drei hierher kommen sollen. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Oder? Ja. Und wir können da locker easy jetzt da durch. Frag mich nochmal. Ah ja, okay. Das ist also X. Und ich muss gar nicht B gedrückt halten. Oh mein Gott. Das war knapper als gedacht. Aber hey, wir haben es geschafft. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich aus Immortals Phoenix Rising, diesen Part. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge wieder, wenn wir wahrscheinlich die Statue besteigen werden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns. Was war das? Phoenix, denkt nach. Was würde mein Bruder tun? Legyren würde es vermutlich ganz allein mit Typhon aufnehmen, wie damals, als er die gesamte spartanische Flotte besiegt hat. Wem mache ich was vor? Das ist zu viel für mich. Okay, dann tut es mir jetzt leid, dass das alles so ein bisschen verschnitten ist. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass da jetzt noch irgendwas abstürzt, wahrscheinlich ein Vogel laut den Geräuschen. Aber jetzt wirklich, bis zum nächsten Part.